begleitet uns heute zu den Hello Nights im Eifelpark. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Vlog hier aus dem Eifelpark und den Hello Nights. Ja, die beginnen heute. Was es genau auf sich hat, erzähle ich euch gleich in Ruhe. Wir sind jetzt erstmal hier im Park. An der Stelle vielen, vielen Dank für die Einladung vom Eifelpark. Wir freuen uns sehr darüber. Und letztes Jahr war es ja tatsächlich eine Riesenmaze. Dieses Jahr ist ein bisschen anders, aber wie gesagt, darauf gehe ich gleich ein. Ich habe auch hier schon das Programmheft. Erkläre ich euch gleich im Detail. Wir gehen jetzt erstmal Richtung Platzhirsch. Und die anderen wollten dann Platzhirsch fahren. Ich werde nicht fahren, ich werde heute wieder aussetzen, dann werde ich euch alles in Ruhe erklären. War noch nicht kalt, aber ich habe mich schon mal eingepackt. So, also, jetzt erkläre ich euch das ein bisschen. Die anderen fahren den Eifelcoaster. Ja, ich setze heute mal aus. Ansonsten fährt auch noch der Platzhirsch und der Wildwechsel. Es gibt zwei verschiedene Halloween-Events, und zwar Familien-Halloween. Das ist schon ab dem 15.10. und geht bis zum 1. November, soweit ich weiß. Täglich von 10 bis 17 Uhr. Ja, ihr könnt die Deko bewundern. Täglich gibt es eine neue Show von Filou und Mr. Baldo, das Haarmonster. Die haarige Halloween-Show zum Schiefflachen. Zauberhafte Werwolf-Show und ein furchtloser Eifelpark-Geisterjäger sind auf allen Wegen im Einsatz. Ist natürlich familienfreundlich gehalten. Dann gibt es auch Specials am Samstag und Sonntag. Und zwar die Kopflosen sind immer mit ihren urkomisch geistreichen Performance im Park unterwegs. Es gibt Kürbisschnitzen und Gruselspaß und Zauberei mit Henker Robert Blake oder, der lustigen Waldhexe Fabula. Und zum Schluss gibt es auch noch Halloween-Kinderschminken. Wie gesagt, das ist noch bis 1. November, täglich von 10 bis 17 Uhr, das Kinderfreundliche. So, dann gibt es die Hello Nights. Attraktion bis in die Abendstunden geöffnet. Und das Hello Nights ist empfohlen oder ist ab 16 Jahren, also die Maces. Es gibt drei Horror Maces, und zwar Chateau Van Kühl, das Labor und Circus Demonicus. Die kosten jeweils 5 Euro extra. Und ja, die werden wir heute natürlich auch austesten. Wie gesagt, Freitag und Samstagabend am 21. und am 22.10. und am 28. und 29.10. und dann auch. Nee, das war's. Also 28, 29, 21, 22. Davon jeweils 16 bis 22 Uhr. Ja, das ist das Halloween-Event dieses Jahr im Eifelpark. Letztes Jahr war es ja ein bisschen anders aufgebaut. Da war ja der komplette Wald eine Maze, eine Riesen-Maze. Das war schon mal richtig cool. Und ich bin sehr gespannt, wie es dann heute wird. Wir sind jetzt hier mit dem Eifel-Express hochgefahren. Wir waren doch ein bisschen zu faul, den Weg zu laufen. Und ja, jetzt suchen wir mal die Maces und wir suchen noch was zu essen. 2, 3. Ja,
Oh, schon 30 Liter. Hey, das ist die Zeit. Das ist die Zeit, die rückwärts läuft. 30 Sekunden habt ihr. Jawohl. Also, die sind schon gruselig hier, diese Kühe. Ich muss die anhalten, sonst sehen wir nichts. Ja, geht es. Noch 10! Oh nee, Sinan, kack's ab. Nico gewinnt. Kann besser mit Zippeln umgehen. Das war cool. Jetzt kannst du eine Milchkanne sehen. Guck mal, könnt ihr sehen, wie viele gewolken haben. Eine Milchkanne. Hä? Eine Milchkanne, die ist die weiße, der weiße Strich. Ach so, ja. Sag mal. Nee, er hat mehr. Ja, wir haben uns jetzt doch erstmal was zu essen gesucht und leider ist es nicht so wie beim Eifelpark Leuchten, dass es oben noch Flammlachs gibt, Gulaschsuppe etc. etc., was alles beim Eifelpark Leuchten gibt. Dazu gibt es ja auch ein Video auf meinem Kanal. Sondern es gibt nur hier in der Zwischenebene Pizza, Flammkuchen und Pasta und unten am Eifelcoaster gibt es noch Ofenkartoffel mit Chili und verschiedenen Salaten und sowas. Also wenn ihr herkommt und keine Lust auf Pizza, Pasta oder Flammkuchen habt, esst unten am Eifelcoaster. Da haben wir auch schon mal gegessen, das war richtig lecker. Ja, wir haben uns jetzt was zu essen geholt. Für mich gibt es einmal Flammkuchen und einen weißen Glühwein. Der Glühwein hat 4 Euro gekostet, der Flammkuchen 7,50 Euro. Das Essen war wirklich sehr, sehr lecker. So, Essen und Eifelpark, das können sie. Und der Glühwein ist auch gut. Es gibt auch einen Apfelglühwein, der ist auch lecker. Wir gehen jetzt in unsere erste Maze, und zwar Circus Demonicus. Und ja, natürlich nehme ich euch mit. Wer geht denn vor? Nein! Hallo, ich brauche schon jemanden bei mir. Nina, komm jetzt! Also ich habe schon Simone. Ah. Nico, komm! Nico. Hallo? Nico, darf ich? Nee. Komm, geh mal vor. Nico. Das hilft nicht gegen die Dunkelheit. Also, ich finde die schon. Wo sind wir denn jetzt? Jetzt was? Wo? Da geht's nicht weiter. Wo müssen wir lang? Wir haben uns verlaufen. Wo müssen wir denn hin? Alter. Ich weiß es nicht. Alter, da steht doch einer. Okay. Alter, was ist denn das jetzt? Ein Dinosaurier? Alter! So, wir sind jetzt raus aus dem Zirkus und ja, so viel passiert nicht. Es ist halt sehr nebelig, man sieht sehr, sehr wenig. Auf jeden Fall zwischendurch sehr dunkel. Man muss gucken, wo man hinläuft. Ja, aber also hat mich jetzt nicht umgehauen. Aber jetzt geht's weiter ins Labor. Alter! Alter, da ist ja noch einer! Also,
sehen. Doch, aber ich wollte nicht gucken. Oh Gott. Das schon wieder. Lassen Sie mich am Leben, hast gehört? Alter. Nee. Bina? Darf ich zu schnell? Nee. Du bist echt zu schnell. Gucken. Steffen, stopp! Alter Falter! Das ist ekelhaft! Ach du Scheiße, was ist das jetzt? Oh Gott! Und hier ist ja, das Labor habe ich auch überlebt. 2 von 3 Maces für dieses Jahr für mich. Ja, war ein bisschen mehr Erschrecken. Mehr Erschrecke auf jeden Fall und auch mehr Schreckmomente. Es war tatsächlich ein bisschen heller, aber auch ekliger. War gut, fand ich gut. Und jetzt geht's zur letzten, zu Chateau van Kühl. Wir haben keinen Eintritt bezahlt. Ja, ich hab Hunger! Ich auch! Ja, da ist mein Tisch. Was gibt's denn? Augäpfel. Oh, geil! Da ist doch einer echt. Alter, Sinan, guck mal da hoch! Ein verwester Hund. Lauf so lange ihr könnt! Ja? Der ist doch echt. Ja, ist er. Gott, wo kam die Rattel her? Ach Gott, da war hier jemand. Das ist aber ein guter Animatronic. Ja. Alter, das. Nein, was ist denn das jetzt? Oh, das ist fies. Steffen, geh vorbei. Super. Warte auf mich, Steffen. Muss ich jetzt da vorbei? Haben wir jetzt auch geschafft und ja, also ich fand Van Kühl jetzt, das letzte Chateau Van Kühl, glaube ich hieß es, fand ich jetzt am besten von allen drei, wenn ich ein Ranking abgeben müsste. Van Kühl als Platz 1, zweites das Labor und als drittes der Zirkus. So ist meine Meinung. Kosten wie gesagt jeweils 5 Euro. Die Tickets bekommt ihr auch da unten, wo ihr Pasta, Flammkuchen und Pizza bekommt. Und ja,
Also im Prinzip schafft man, also die Schlangen sind jetzt gerade nicht so lang, man muss gar nicht lang anstehen. Man kommt eigentlich direkt dran, vielleicht maximal 5 Minuten und man schafft alle 3 relativ schnell. Also nur so als Zeitinfo. Wir trinken jetzt noch einen Glühwein. Wir gucken uns dann auch gleich die Lasershow an. Eventuell laufen wir nochmal das Laufhaus durch dieses Clown-Laufhaus, was wir beim Eifelparkleuchten auch schon mal, wir auch schon mal durchgelaufen sind. Das ist manchmal auch schon das Wichtigste. Das ist die beste Arbeit. Filou! Was? Es ist halb! Schon halb? Es geht los! Komm mal her! Ich So, ich muss das erstmal wegschaffen hier. Damit ihr alle gut sehen könnt, ne? Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, liebe Kinder, sag mal. Vor allem für dich. Wir haben etwas ganz Unglaubliches für euch vorbereitet. Ja. Und das erklärt euch Mr. Balto. Wir haben jetzt hier für euch was Unglaublich vorbereitet. Ja. Erklär mal, Filou. Eine Lasershow. Ja. Eine Show mit Laser. Genau, aber dafür brauchen wir einen gigantischen Applaus von euch. Riesengroßen. Stufe 1, aber wir brauchen Stufe 5,5. Ja. Also, ja. Nach der Lasershow gehen wir jetzt nochmal ins Domino, was auch immer, Laufhaus. Das Spaßhaus für Groß und Klein. Muss ich wieder zuerst gehen? Nein, Simone! Komm schon mal zurück! Nein! Simone, da liegt doch dein Album! Nein! Da liegt ein Album! Komm jetzt! Also wir müssen nicht. Doch! Hallo! Keine Gewalt! Au! Was ist denn jetzt los? Sieht aus, als hätte er einen Rock an, jetzt als hätte er so einen langen Hoden und der würde wackeln. Also Nina, du kannst auf meiner Hochzeit auftreten. Ich muss ehrlich sagen, das ist total schwierig. Ich bin so aus. Wow.
Ja, wir haben jetzt die Lasershow noch geguckt und sind durch dieses Laufhaus gelaufen. Die Lasershow kann man machen, muss man jetzt auch nicht. Ist Geschmackssache. Mir hat sie jetzt nicht so gut gefallen. Aber wie gesagt, ist Geschmackssache. Das Laufhaus macht schon riesig Spaß. Ja, es ist jetzt 10 Uhr, der Park hat geschlossen und wir gehen jetzt Richtung Ausgang. Wir hatten wirklich einen tollen Abend hier im Eifelpark. Vielen Dank nochmal, dass wir hier sein durften. Was? Nee, ich habe dich nicht gerufen. Also wir hatten wirklich einen tollen Abend wieder mit ganz vielen Freunden. Und für uns geht es jetzt nach Hause. Und für mich war es ja das letzte Halloween-Event dieses Jahr. Das erste und das letzte, das richtige. Bei uns fängt es erst an. Ja, bei Brina in Wonderland könnt ihr dann noch mehr Grusel bekommen. Sie hat übrigens jetzt ihre 1000 Abonnenten erreicht. Juhu! Alter, das habe ich vergessen zu sagen, dass ich ja heute mein 100. Video mit den 1000 Abonnenten erreicht habe. Also wenn ihr noch nicht folgt, dann ne, bei Brina in Wonderland gucken. Und für mich geht es ja nächste Woche Sonntag nach Thailand. Also ganz anderes Programm. Aber egal, dazu mehr dann in anderen Videos. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns bald wieder. Ganz bald wieder. Tschüss. Das war's, tschüss. Ach, ciao, bis bald.